Beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockerberg findet ja alljährlich ein großes Politiker der Blecken statt. Da werden die Großkopferten von Schauspielern gedoubelt, die den Politikern wirklich verblüffend ähnlich sehen. Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude wird bei diesem Starkbieranstich immer von Uli Bauer dargestellt. Der Spaßtelefonist Bernhard Ziegler hat nun dem Münchner OB folgenden Bären aufgebunden. Sein Double sei krank und Ude solle sich selbst auf der Bühne darstellen. Christian Ude. Herr Gruber, Paulaner Brauerei. Herr Ude, grüße Gott. Es geht ums der Blecken morgen auf dem Nockerberg. Es tut mir leid, dass ich telefonisch so reinplatz, aber es ist ganz dringend. Ich komme gerade aus einer Krisensitzung. Wissen Sie, eine Katastrophe. Der Uli Bauer ist krank. Na. Er hat absolut keine Stimme mehr. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie persönlich für ihn einspringen? Mir würde es einer zutrauen. Ich würde es mir auch zutrauen, das ist keine Frage. Aber ich würde das Publikum, glaube ich, schockieren, weil die daran gewöhnt sind, dass der Uli Bauer sehr schlank und elegant agiert, während ich in Wahrheit doch inzwischen etwas beleibter bin. Da kann ich ihn unmöglich dubeln. Außerdem fürchte ich, dass Sie da einen Dammbruch begehen, der Paulaner nicht mehr loslässt. Sie müssen sich vorstellen, der Stoiber lässt doch nie mehr den Lerchenberg auf die Bühne, wenn er erfährt, dass das Original auch selber sprechen kann. Also wir haben diese Bedenken nicht. Ich glaube, dass das Publikum das schon als Gag versteht. Wie gesagt, Sie trauen es ja auch zu. Text würde man stark zusammenkürzen. Nein, also ich vertraue es mir nur zu, wenn es ausschließlich Text ist. Singen kann ich überhaupt nicht. Da möchte ich wirklich das Nockerberg-Publikum nicht schockieren. Schaut es mit dem Singen nicht so gut aus, dass man es hauptsächlich... Das reicht nicht. Ich bin eine helle Katastrophe. Ich treffe nicht einmal einen Ton. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Mei, was machen wir da? Also wir haben halt gedacht, dass wir bis auf ein Gstanzl... Na, ich sage musikalisch nicht ein einziger Ton und figürlich bringen eigentlich auch nicht hin. Sie sollen ja nicht den Uli Bauer dubeln, sondern Sie sollen ja den Ude haben es doch drauf, oder Herr das Ude? Das ist wohl wahr, ich schaue mir unheimlich ähnlich, das ist immer wieder verblüffend. Mir sagen schon Leute, grüß Gott, Herr Bauer, es ist wirklich wahnsinnig, wie ähnlich Sie dem OP ausschauen. Das ist ja nett. Wissen Sie was, jetzt spiele ich Ihnen doch schnell mal das Gstanzl vor, wie das klingen würde. Warten Sie, wir haben da eine Kassette vorbereitet. Ich bin der Ude Christian, mein Wahlsieg lief genau nach Plan. Es gibt keine Chance nicht, dass mich einer kippt, denn außer mir ist keiner so beliebt. Das war's schon gewesen im Gesangsbereich. Jetzt bis auf das. Jetzt habe ich eine Idee, Herr Ude. Wenn Sie als Schauspieler auftreten würden und das Gstanzl machen wir Playback. Mein Gott, das ist ein Gag. Also, aber ich bin ja ein neugieriger Mensch, deswegen sage ich, schicken Sie mir doch mal als erstes den Text vorbei. Ja, so darf man es eben machen. Und Probe wäre dann also natürlich heute Abend. Heute Abend, da ist irgendwas, wo ich hinterher noch kommen könnte. Das war super. Ich kann da dann ein bisschen den Hannes Burger erblicken. Abgehoben. Reingeflogen. Hier ist das Spaßtelefon von Bayern 1. Was? Das ist unglaublich. Ja. Okay. Ja, Herr Ude, das freut mich, dass Sie Spaß verstehen. Aber selbstverständlich. Aber Sie kommen stimmlich derartig nah hin an einen der Paulaner-Direktoren. Das ist ja unglaublich. Das ist verdammt gut gemacht.